Wir sind einem zweiten Lockdown näher, als wir es wahrhaben wollen, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Es war ein hartes Ringen mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten um neue, härtere Corona-Maßnahmen. Denn die Fälle, die schnellen wieder deutlich nach oben. Beim ersten Lockdown im März, da ist die Börse regelrecht eingebrochen. Was können wir jetzt von den Märkten erwarten? Corona ist das Top-Thema. Weltweit haben wir steigende Zahlen. In Deutschland mittlerweile Rekordzahlen, was die Neuanstiege, Zahl der Neuinfektionen angeht. Und dazu eine Verunsicherung, weil man seitens der Politik auch keine klare Linie findet. Und Verunsicherung mögen die Anleger nicht. Deswegen sind wir hier auf dem Rückzug. Im März, als wir den ersten Lockdown gesehen haben, die ersten harten Maßnahmen, ist der Markt richtig eingebrochen, hat ganz stark verloren. Kann man das jetzt auch wieder erwarten? Das erwarte ich nicht, weil ich rechne, man hat seitens der Politik aus den Fehlern gelernt. Es wird einen Lockdown in dieser harten Form nicht mehr geben. Es wird natürlich zu Beschränkungen kommen, aber wie Frau Merkel auch sagte im Interview, man kann sich einen Lockdown in dieser Form nicht mehr leisten und man hat auch gesehen, dass manche Maßnahmen überzogen waren. Deshalb rechne ich mit Kursrückgängen zeitweilig, aber nicht mit solchen Einbrüchen. Wie sich Anleger jetzt positionieren könnten, darauf schauen wir gleich. Außerdem haben wir zwei Top-Aktienempfehlungen, Twitter und BlackRock. Das alles heute bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Corona-Krise treffe die deutsche Wirtschaft doch härter als erwartet, so die neueste Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Minus 5,4% fürs Gesamtjahr 2020. Dazu Brexit-Verhandlungen und die US-Wahl. Es gibt viele Unsicherheiten. Wie könnten sich Anleger jetzt aufstellen? Es ist schwierig, weil vieles hängt von den Entwicklungen der US-Wahl zum Beispiel ab, vom Ausgang der US-Wahl, auch wie die Entwicklung seitens Corona-Fallzahlen sich weiterhin verhalten wird. Seitens der Analysten, der deutschen Bankanalysten, gab es eine Umfrage und die sehen den DAX zum Jahresende bei 12.831, wobei die Spanne von 11.500 bis 14.000 reicht. Sie sehen, auch hier ist man sich nicht einig und es wird auf jeden Fall keine Rekorde in diesem Jahr meiner Meinung nach mehr geben. Ja, es waren ja so einige Stimmen, die im Sommer auch gesagt haben, als es wieder ordentlich für den DAX nach oben ging, dass wir die Rekorde vielleicht sogar noch sehen könnten, aber das würden Sie ausschließen? Wenn nicht seitens der Impfstofffront oder seitens der Medikamente eine Überraschung kommt, glaube ich nicht mehr an Rekordstände in diesem Jahr. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen bequem von zu Hause oder dem Büro aus vertiefen wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine 18. November und 16. Dezember. Exklusiver Marktausblick mit Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf den kommenden Börsenmonat und stellt einige Strategien vor. Melde dich am besten jetzt gleich kostenlos an und sichere dir deinen Platz unter trading-haus.de. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen, zuallererst auf BlackRock. Da sehen die Analysten eine Longchance. Die deutlichen Zugewinne zu Beginn des Handels zuletzt an der Wall Street belegen die gesteigerten Kapitalzuflüsse bei BlackRock. Aus technischer Sicht lässt sich das nächste Ziel um 675 US-Dollar ableiten. Mittelfristig könnte es sogar bis in den Bereich von 733,68 Dollar aufwärts gehen. Trotzdem sollten Investoren einen anschließenden Rücksetzer mit einkalkulieren, der jederzeit einsetzen kann. Und die zweite Aktie ist Twitter. Auch die hat eine Longchance, so die Analysten. Die Wertpapiere des US-Kurznachrichtendienstes nehmen wieder Anlauf auf eine mittelfristige Hürde um 48 US-Dollar und versuchen sich an dieser Stelle bereits zum dritten Mal. Die Analysten sehen die Longchance, denn ab 29. Oktober öffnet der Konzern seine Bücher und lässt tief einblicken. Sollte ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der 48 Dollar gelingen, dürften die nächsten Zielmarken bei bis zu 53,31 Dollar liegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday!
Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.